träum nicht schon wieder herum, konzentriere dich lieber. Und schon bist du aus deinem Tagtraum wieder in die Realität zurückgeschubst worden. Herzlich willkommen, habe ich dich jetzt aufgeweckt aus deinem Tagtraum? Entschuldige, das war jetzt natürlich pure Absicht, damit du mir deine Zeit wieder schenkst. Tatsächlich, auch am Tag kann man träumen und oft wird man dafür geschimpft. Doch tagsüber in einen Traumzustand zu gelangen, ist eine besondere Gabe. Tagträume helfen enorm beim Entspannen und Loslassen von einer alltäglichen Routine oder auch aus einer seelischen Notlage. Die Gedanken schweifen ab und man driftet ab in eine andere Welt. Vom Wachzustand plötzlich oder auch willentlich in einen Tagtraum, das schon fast einem tranceartigen Zustand gleicht. Dieser gedankliche Rückzug ins Innere ist der Quell der spontanen Ideen und der Kreativität. Fantasievoll und auch bildhaft real gelangst du zu guten Lösungsansätzen, da bestimmte Gehirnareale höchst aktiv sind. Natürlich kann auch ein Übermaß an Tagträumen den Alltag erschweren, dass man zwischen Realität und Fantasiewelt nicht mehr klar unterscheiden kann und in diese Welt der Imaginationen flüchtet. Das würde dann einem Suchtpotenzial gleichkommen, aber so weit möchte ich in meinem Beitrag nicht blicken. Vielmehr möchte ich die Tagtraumtechnik ansprechen, die eine heilende Kraft verspricht. Tagträume können sehr hilfreich beim Manifestieren deiner Wünsche sein. Nimm dir mindestens 5 Minuten am Tag Zeit und gehe mit deiner Vorstellungskraft detailtreu in die neue Realität. Suche dir dazu einen angenehmen Ort zum Tagträumen, entweder auf dem Sofa oder auf einem See oder in der Natur. Blende Störungen aus, wie zum Beispiel das Läuten eines Handys, damit du dich ganz deinem Tagtraum hingeben kannst. Nimm eine entspannte Körperhaltung ein, leere deinen Geist von störenden Gedanken, gehe in deine innere Wahrnehmung und werde ein stiller Beobachter deiner Fantasiegedanken. Du weißt, welchen Zweck und welches Ziel dein Tagtraum haben soll, zum Beispiel du willst dich vom Rauchen befreien. Begib dich in diese Tagtraumhandlung. Was willst du in deinem Tagtraum erleben? Wie fühlst du dich, wenn du endlich deinen Traum in die Wirklichkeit manifestiert hast? Zum Beispiel, dass du andere Menschen beim Rauchen beobachtest und du fühlst dich dabei sehr wohl, dass du nicht mehr rauchst. Nimm die Situation mit all deinen Sinnen und Gefühlen wahr und spüre die Freude dabei. Bleibe auch offen für unerwartete Begegnungen oder Gefühle. Was nimmst du wahr? Welche Menschen begleiten dich bei deiner neuen Realität? Was riechst, hörst und schmeckst du? Tagträume so real wie möglich und sehe deinen Wunsch als erfüllt an. Eine kleine Hilfe kann ein Gegenstand bieten, den du bei deinem Tagtraum mit einbaust. Zum Beispiel einen Ring, der dich an deinen Tagtraum der Rauchfreiheit erinnert. Oder einen vertrauten Menschen, der dir in deinem Tagtraum motivierend zur Seite steht und dir sagt, dass dieser stolz auf dich ist, dein Ziel geschafft zu haben. Das Thema der Rauchfreiheit ist jetzt nur als Beispiel gedacht. Man kann tagträumen, dass man den richtigen Job bekommt, dass der Partner dir mehr Aufmerksamkeit schenkt, dass man sich wohl in seinem Körper fühlt und gesund ist. Tagträume helfen dir zum Beispiel aus einer Angstsituation heraus und bauen auch deine Ängste ab. Du kannst unangenehme Situationen durch einen Tagtraum umändern auf eine kraftvolle und motivierende Situation, wo du dein Selbstwertgefühl steigern kannst. Tagträume können dir auch helfen, deine Willenskraft zu stärken, um aus Suchttendenzen auszusteigen, wie eben unser voriges Beispiel der Raucherentwöhnung, oder ist auch für die Gewichtsreduzierung geeignet.
Tagträume sind auch sehr hilfreich für deine Lebensplanung. Verborgene Wünsche deines Unterbewusstseins können ebenso ans Licht kommen. Tagträumen ist mehr als nur ein reines Nachdenken. Es erfasst alle Sinne, die weit darüber hinausgehen. Beachte, ein Tagtraum, ein Thema. Und wenn in deinem Tagtraum einfach mal nichts passiert, dann sei einfach entspannt und stresse dich nicht. Der Spaß soll im Vordergrund sein, denn es geht um das positive Gefühl und um die Freude des Erreichten. Habe ich dir das Tagträumen nun schmackhaft gemacht? Bei so viel Positives über das Tagträumen kann man sich darauf ja nur einlassen. Mache deine Tagträume zu einem besonderen Erlebnis für deine Manifestationen. Probiere es aus und habe Spaß daran. Alles, alles Liebe und bis bald. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.